Da sind wir wieder. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal. Und wir schauen mal, wie wir jetzt aus Serbien wieder wegkommen. Der neue LKW gefällt mir. Ja, es ist ja der alte LKW, aber mit ein bisschen mehr Bums. Ich beinahe gesagt, nach Rumänien rüber. 33 Euro und 36 Euro. Der ist wieder nicht ganz so lang, der Auftrag. 500 und Kilometer. Ist natürlich wieder angenehmer, als wenn man wieder. Aber allerdings wollte ich in die andere Richtung. Aber in Rumänien waren wir auch noch nicht. Mal da. Mit einer Planierhaube oder hoch nach Schweden, nach Malmö. Aber Malmö waren wir schon mal, ne? Ne, waren wir noch nicht. Wir waren in Helsingborg. Okay. 1500 Kilometer. Ja, das ist mir ein bisschen zu lange heute Abend. Möchte lieber ein paar kleinere Strecken haben. So. Ich würde sagen, den nehmen wir. Schwer gut. Dieser Parameter ist wichtig. Ja, passt schon. Unser LKW ist dafür ausgerüstet. Geschlafen haben wir, vielleicht noch ein bisschen was tanken oder so. Die Musik lang. Gut. Ach, eben was nur einer vom Schlafen gehen. Stehen sie schon zu zweit hier. Dienstag 18 Uhr, das heißt, wir fahren in die Nacht rein. Ja, super. Hoppala! Nicht schön. Ja, wir haben RL jetzt 1 Uhr nachts, oder 1 Uhr morgens, abends, wie auch immer. Da kann schon mal ein Unfall passieren. Aber solange der Unfall nur virtuell ist, hallo? Ah, okay. Strange. Das ist doch bestimmt auch von ProMods, oder? Aufträge. Fortfahren. Wir fahren fort und kamen nie wieder, ne? Oder wie war das?
Ja, kann man aber gut mit vom Fleck mit dem Ding. Ja, sehr gut. Man öffne mir die Tür. So, los geht's. 9 Stunden sollen wir für die Strecke brauchen. Bei 500 Kilometern. Ich glaube eigentlich fast nicht, dass es so lange dauert. Ich denke, das geht ein bisschen schneller. Ist das eigentlich? Ist die erste hintere Achse, die Liftachse jetzt unten oder ist die oben? Ich muss da mal rein, Dankeschön. Bloß heile lassen die Ladung. Ja, ist unten. Ich weiß nicht, wie das hier ist, in Serbien. Aber in Deutschland würdest du dadurch jetzt mehr Maut bezahlen, weil da geht es nach Achsen. Ich weiß nicht, ob das hier genau dasselbe ist. Lässt sich ja auch nicht vergleichen, wenn du nämlich ein und dasselbe Teilstück mit zwei verschiedenen LKWs auf einmal fährst dann. So, was haben wir denn geladen? 39 Tonnen, das geht aber eigentlich noch. Reisezeit 13 Stunden, nächste Pause 9 Stunden. Wir brauchen 9 Stunden, bis wir da sind. Also es sollte diesmal eigentlich funktionieren. Muss funktionieren, weil wenn wir nur noch 13 Stunden haben, um abzuliefern, dann können wir uns keine Pause mehr leisten. Das dauert zu lange, wir müssen ein bisschen Gas geben. Vielleicht können wir ja dann mal wieder irgendwie so grob Richtung Westeuropa. Ich bremse, ich stehe auf dem Anker. Natürlich, die ganzen Grenzkontrollen und sowas, das dauert natürlich alles ein bisschen. Ist natürlich spannend, ne? Vielleicht hätten wir den Auftrag auch nicht nehmen sollen, bevor wir Strafe kriegen.
8 Stunden 50, bis wir da sind. Und nächste Pause in 9. Ja, gut, okay. Von der Fahrzeit her funktioniert es. Müsste also klappen. Schauen wir mal, wenn nicht wieder irgendwelche Straßensperrungen dazwischen kommen. Also ich fand das mit dem vorletzte Folge, mit dem Schwertransport, mit den Begleitfahrzeugen, das fand ich sehr interessant, hochinteressant. Können wir öfters mal machen, solche Aufträge. Bin ich großer Fan von. Jetzt schon weiß man, dass wir die Planierraupe hier loswerden. So, da haben wir schon die nächste Mautstelle. Oh, Verbindung wird wiederhergestellt. Ach, haben wir es. Kurz nach 1, was ist denn jetzt mit O2 los? Normalerweise war auch immer die Zwangsteilung um 1:30. Warum müssen die jetzt plötzlich um 1? Mal gucken, dass ich mal mit dem. Hoppala. Ja, jetzt bin ich hier. Entweder gibst du Gas oder keine Ahnung. Aber ich gehe nicht auf den Anker hier wegen dir. Hör mal, mit O2 reden, dass du jetzt irgendwie, weiß nicht, diese Zwangsteilung. Da tut nicht Not. So, hallo Chat, da sind wir wieder. Kurze Zwangsteilung gehabt. Sind wir wieder da. Einmal Grenzkontrolle bitte. Oh, die dauert aber lange heute. Alles in Ordnung. Gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das programmatisch irgendwie machbar ist oder so, aber sollte das jemand von SCS sehen oder von den Mods-Schreibern, Leute, wegen Ladungskontrolle oder Ladungssicherung, irgendwie ein Gurt nicht richtig gespannt oder so. Und dass sowas bei solchen Grenzkontrollen dann auffällt, vielleicht eine kleine Strafe gibt. Keine Ahnung, 40, 60, 80 Euro. Wenn man das implementieren könnte, das wäre, denke ich, schon ganz interessant. Muss ja nicht bei jeder Grenzkontrolle sein, sondern so random, ne? Dass er sich alle 7, alle 10 Grenzkontrollen, keine Ahnung,
Der eine Reifen ist vielleicht nicht hundertprozentig. Man lässt dich zwar weiterfahren, aber mit der Prämisse, nächster Stopp, musst du mal eine Werkstatt anfahren. Und wenn du es dann beim nächsten Stopp nicht machst, dann gibt es halt eine Geldstrafe oder, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich zu überladen dann wird. Aber lustig wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, das müsste dann von nicht Truckers MP, sondern von. Oh, sorry, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist der Mod? Müsste von den Kollegen kommen, die das schreiben, die Mod schreiben. Vorsichtig machen, hier kommt es noch fast nicht rum mit. Oh, da kommt gleich der nächste Kreis. Ivi, hi! Schön, dass du da bist. Na, bist du endlich zu Hause? Mensch, bis vor anderthalb Stunden bin ich noch Formel 1 gefahren und jetzt kommst du hier rein und das ist langweilig Euro Truck. Warte mal eine Sekunde, ich halte mal kurz an. Dann muss ich mal ganz kurz was erledigen. Sekunde. Einmal. Hier. Und einmal. Dort, wenn es funktioniert. Ah. Und dann hier und. Hi. Hättest mich mitbringen sollen, okay. Die wissen ja nicht, was sie tun. Die kennen mich ja nicht. Nö, nö. Bis eben war noch jemand da, aber der scheint sich ja nicht abgemeldet zu haben. Aber ist nicht mehr da. Aber ich hoffe, du hattest einen schönen Abend. Ah, Lichthupe gemacht. Nur weil ich Fernlicht an habe. Aber ich muss noch was sehen nachts. Bin doch blind auf den Augen. Siehst du? Ah, so geht es aus. War nett. Ja, schön. Was hat er gemacht? Und sie kennen sich? Sie kennen mich oder sie kennen sich? Dass sie sich kennen, ist fast klar. Fleisch und Käse. Kenne mich?
Dann schreib mir doch mal eine WhatsApp, wo du warst. Oder sind das dieselben Bekannten, wo war schon mal, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder so waren? Ah. Gut. Ja, mir war jetzt nicht bewusst, dass es dieselben Leute sind. Was hat der gemacht? Außer essen? Quatschen? Karten gespielt? Wer hat gewonnen? Oh, wenn es so weit ist, dass man mit dem LKW auf der Landstraße PKWs überholen muss, ne? Ich glaube, dann ist es ganz vorbei. Aber doch nicht lange der Abend, wa? 1 Uhr jetzt? Die anderen Alkohol und sonst nur quatschen. Und? Du wolltest nicht mitsaufen, nur wegen Autofahren oder was? Fuchs, Hase, Reh unterwegs. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. So ein Fuchs im Kühler. Nicht wirklich gut. Sein könnte, dass du angefangen hast. Lauter Frust und Dollerei. War falsch. Das wollte ich. Ja. Das stimmt. Bist jetzt auffällig? Muss viel gemacht werden oder geht noch? Der war gut. Wie Frust. Nein, habe ich nicht. Wieso denn telefonieren? Man kann das doch alles über WhatsApp machen, wenn überhaupt. Die Klamotten, die ich lieber persönlich klären würde, als am Telefon. Am 3.11. Termin. Zum TÜV oder zur Reparatur für den TÜV? Leuchtende Airbag-Lampe? Das ist nicht gut. Wenn der Airbag eine Macke hat, dann kommst du damit nicht durch den TÜV. Und sollte... Upsala. Polizei! Hinten reinfahren ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ich glaube, die werden nicht so begeistert sein. So,
da war die nächste Grenzkontrolle, so wie es aussieht. Aber Ivi, es ist schön, dass du da bist. Wie sieht denn das bei dir aus? Bist du fit oder eher so Richtung Kaya? Richtung Bett. Was ist denn hier los? Matschig. Also gehst du auch bald ab, ja? Was, als hätte ich gesagt, guckst du gleich mal hier in der Liste rein? Weil ich gerne noch eine Kleinigkeit was anderes spielen würde. Worauf du denn Lust hättest? Der Hund hat dir wehgetan. Hat er gebissen oder was? Ja, wie gesagt, ich dachte, nächste Grenzkontrolle. Hier haben wir noch 300 Kilometer oder was. Fahren wir das noch zu Ende und dann schauen wir mal, ob wir was finden, wo wir was Neues und wo du vielleicht auch Bock drauf hast. Aber wenn du auffällig bist, was ist mit dem Hund? Was hat denn der gemacht? So, willkommen in Rumänien, würde ich sagen. 220 Kilometer noch. Hält sich also in Grenzen nicht. Ist nicht allzu viel, geht relativ schnell. Was hast du geschrieben? Ich habe bei mir stehen, warum fragst du? Willkommen im Chat, habe ich schon geschrieben. Hast du per WhatsApp geschrieben oder? In Chat, weil wenn du es in Chat geschrieben hast, hat der Chat das verschluckt, müsstest du es normal schreiben. Ich kann es nicht. Ah, du lässt mich vor, das ist aber nett von dir, dankeschön. Ins Ohr gesprungen. Okay. Das ist nicht schön. Das Ohr tut weh und das ist nicht schön. Ja gut. Du hast natürlich auch das Gleichgewicht sogar an, ne? Ist natürlich nicht schön. Musst du so auf Schmerzensgeld verklagen? Natürlich nicht. So, gute 200 Kilometer noch, dann haben wir es endlich geschafft hier.
Ja, ich bin den Abend über 4, 4,5 Stunden Formel 1 gefahren. Jetzt bin ich gute 3,5, 4 Stunden an Eurotruck Simulator. Wie gesagt, das ist jetzt auch die letzte Runde für heute Abend. Was sonst wärst du ja irgendwann mal. Wärst du ja irgendwann mal Kirre im Kopf. Kick, Kirre im Kopf. Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht darauf geachtet. Siehst du, musst du mich mal informieren. Der Schumacher Junior ist ja gestern gefahren, ne? Wie der sich denn so geschlagen hat. Mit Schumacher. Würde mich mal interessieren. Wann ist morgen Rennen, weißt du das? 14 Uhr wieder? Keine Ahnung. Okay. Deshalb meistens, zumindest solange sie in Europa fahren. Ja, du bekommst Punkte dafür, wie lange du zuschaust. Und mit diesen Punkten kannst du verschiedene Sachen machen. Kannst du zum Beispiel deine Nachricht, die du schreibst, farblich hervorheben und so weiter und so fort. Oder verschiedene Emotes mit dazu kaufen, in Anführungsstrichen mit den Punkten. Ja. Kannst ja mal beispielsweise Ausrufezeichen XP in den Chat eingeben. Mal ein bisschen an Twitch ranführen hier. Genau, und dann müsste jetzt eigentlich. Kommt aber nicht, wann kommt das nicht? Achso, weil ich hier nicht in Twitch bin. Jetzt müsstest du eigentlich obwohl, das müsste bei mir ja trotzdem kommen. Hat sich was getan? Hast du deine XP gesehen, Nina? Bin ich auf Twitch? Moment. Nee, ist nichts gekommen. Okay. Strange. Meine Commands noch einmal oder was? Gib mal Ausrufezeichen Command ein. COM
M-A-N-D. Uiuiui, ein bisschen zu fix unterwegs. Ist das alles im Eimer? Kann doch nicht sein. Das wäre jetzt ganz doof. Doppel-M. Doppel-Mater. Nee, das hat mit dem Handy nichts zu tun. Die Commands müssen trotzdem funktionieren. Okay, dann das gleiche nochmal mit dem S hinten dran. Siehst du, diese 520 Punkte kannst du beispielsweise investieren in Anführungsstrichen Kämpfe. Dafür ist aber im Moment keiner da. Du könntest eingeben Ausrufezeichen Duell und dann irgendeinen Namen von den Leuten, die im Chat sind. Dann könntest du dich mit denen duellieren. Würdest du entweder XP dazu bekommen oder wenn du verlierst, verlieren und so weiter und so fort. Okay. Ein M und ein S hinten dran. Entschuldigung. War keine Absicht. War abgelenkt. Hab aufs Handy geguckt. Gib mal Ausrufezeichen Duell Dennis zockt 81 ein, bitte. Wieso funktioniert denn das alles jetzt nicht auf einmal? Oh, da gibt's aber morgen Arbeit für Manuel. Ja, der wird sich aber freuen. Da jetzt kaputt. Freizeichen zwischen Duell und Dennis zockt. Da muss ein Freizeichen zwischen. Nee, die Commands, die haben ja mit dem Handy nichts zu tun. Ah, gucke mal. Das
Das ist von meiner Seite aus anscheinend ein Problem, dass es gerade nicht funktioniert. Das ist seltsam. Sollte so nämlich nicht sein. Normalerweise müsste da jetzt eine Nachricht an mich kommen. Hier, Dennis zockt. Yvonne hat dich zum Duell herausgefordert. Wenn du es annehmen willst, tippe Ausrufezeichen IV11582. Oh. Und dann würde ich das eingeben, hätte damit das Duell angenommen und wir würden in Anführungsstrichen gegeneinander kämpfen. Würde ein kleiner Text unterlaufen. Ihr steht euch in der Arena gegenüber, bla, ne? Und der hat gewonnen. Ui. Ja, jetzt aber schnell. Ui. Ich habe auch schon über Handys Duelle ausgefochten und sowas, also. Das müsste eigentlich, normalerweise müsste das laufen. Ein bisschen doof. Test. Ja, ich bin noch da. Bist du auch noch da? Sehr gut. Noch nicht eingeschlafen, ja? Na, sind wir ja gleich da. Sehr gut. So, dann muss ich gleich mal gucken bei Streamlets beim Chatbot, was da los ist. Warum die ganzen Befehle nicht mehr funktionieren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, womit wir weitermachen. Auf. Dankeschön. So, dann holen wir uns die Kohle jetzt ab. Enter. Nee, pack mal kurz alleine ein. Das funktioniert ganz gut. Follow Cargo. Ausgezeichnet. 529 Kilometer, 10 Stunden für 19.000 Euro. Kann man mal machen. So, und wieder hochwertig. Machen wir. Genau, anwenden. 21.000. Können wir damit wieder einen Kredit abzahlen? Nee, ne?
Bei 2179, ne, funktioniert nicht. Schade eigentlich. Na gut. Würde ich sagen, soll es das erstmal mit Eurotruck gewesen sein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Eurotruck Simulator wieder. Tudelü. Ciao.